Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wie kann es weitergehen in Österreich? Was bedeutet der Erfolg der ÖVP unter Sebastian Kurz für Europa? Ist der Aufschwung der nationalistischen Demagogen gebremst oder vielleicht sogar gestoppt? Alles Fragen, über die wir hier diskutieren wollen im Redaktionszimmer der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Rundherum ist hektische journalistische Aktivität, das wird man manchmal auch hören. Ich freue mich sehr, dass von der Süddeutschen Zeitung Peter Münch gekommen ist. Hallo. Hallo. Peter Münch betreut die Süddeutsche Zeitung von Österreich und da gibt es von Österreich aus, da gibt es seit langem schon eine ziemlich intensive Berichterstattung. Seit Ibiza Gate ist die noch intensiver geworden. Was macht Österreich so interessant für ein deutsches Publikum? Naja, ich meine, wir haben einmal sowieso eine Nähe zu Österreich als Süddeutsche Zeitung und dann ist es natürlich auch der Versuchslaborcharakter, der hier ist. Also nach der Wahl 2017, ich kam ganz kurz davor, war natürlich das Bündnis mit der FPÖ für Deutschland deshalb interessant, weil man sich gefragt hat, ist das auch was, was die CDU machen könnte, irgendwann mal mit der AfD. Also sozusagen hatten wir deshalb einen relativ scharfen Blick drauf und jetzt nach dieser Wahl könnte es ja auch wieder spannend werden, ob da sozusagen irgendwas kommt, was in Deutschland nachgezogen werden könnte. Ich freue mich, dass von der Neuen Züricher Zeitung Ivo Mainzen gekommen ist. Hallo. Hallo. Was hat Sie überrascht an dieser Entwicklung seit Ibiza-Gate inklusive dem Wahltag aus Züricher Sicht, aus Schweizer Sicht? Aus Schweizer Sicht ist schwer zu sagen. Ich fand besonders überraschend jetzt am Schluss eigentlich im Nachhinein, wie wenig das Ibiza-Gate die FPÖ gespalten hat und wie fest diese Spesenaffäre sie dann am Schluss gespalten hat. Also diesen Unterschied fand ich jetzt, das ist jetzt sehr bemerkenswert aus einer kurzfristigen Sicht vielleicht jetzt die letzten Tage. Sonst fand ich einfach spannend, was in Österreich alles möglich ist und was wir alles erfahren haben über Österreich, eigentlich durch dieses Ibiza-Gate, über diesen Staat, über die Politik. Wir sind auch gespannt, was alles möglich ist in Österreich. Ja. Ich begrüße Joël Stolz, hallo. Hallo. Joël Stolz schreibt für französische Medien, österreichische Medien. Ich war sehr lange die Korrespondentin von Le Monde, bin es nicht mehr. In der Zwischenzeit gibt es seit kurzem einen neuen Korrespondenten. Aber nach wie vor im journalistischen Geschäft. Absolut, für ja. Frankreich, für Österreich jetzt. Österreich und Frankreich haben unterschiedliche politische Traditionen, aber es gibt doch immer wieder Parallelen. Diese Bewegung Le Pen ist nach wie vor eng verbunden mit der FPÖ. Werden solche Parallelen in der französischen Berichterstattung über Österreich gezogen? Ja, absolut. Also ich stimme überein, also das ist natürlich ein Versuchslabor und wird ganz genau aus Paris beobachtet werden, vor allem wenn Kurz sich mit den Grünen einlässt. Also das ist natürlich etwas, wahrscheinlich eine Variante, die Macron und seine Leute irgendwie im Auge haben, vor allem seit den letzten europäischen Wahlen, wo die Grünen die Überraschung waren. Also sie haben alle überrascht. Die Grünen bei uns waren immer extrem zersplittert aus persönlichen Gründen. Plötzlich waren wirklich ein Faktor in der politischen Landschaft. Und das ist neu und das macht natürlich das Experiment in Österreich besonders interessant. Wenn er am Ende sagt, was wahrscheinlich ein Teil der ÖVP auch sagen wird, diese Leute sind einfach unmöglich und wir müssen mit der FPÖ weitermachen, das ist natürlich auch für uns interessant. Also die österreichischen Entwicklungen sind immer im Rahmen von europäischen Entwicklungen in sehr enger Weise. Ich begrüße Paul Schmidt, hallo. Hallo. Paul Schmidt ist Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Österreich war in den Zeiten Jörg Haiders, ist schon lange her, auf vielen Schlagzeilen in Amerika, in Europa. Jetzt, das Interesse ist zwar nach wie vor da, aber es scheint ein bisschen normaler zu sein. Ist auch die Fragen, die wir hier diskutieren, die man in Österreich diskutiert, diskutiert man in vielen anderen Ländern auch. Ist Österreich nicht mehr so was Besonderes, wie das in der Zeit von Jörg Haider der Fall war? Naja, das ist die Frage. Also ich würde meinen, natürlich ist es so im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren oder dann Anfang 2000, Schwarz-Blau, hat sich Europa auch weiterentwickelt, das Parteiensystem in vielen europäischen Ländern weiterentwickelt und dieser Rechtspopulismus und dieser Aufwind des Rechtspopulismus
auch befeuert durch die Migrationsherausforderungen. Das ist etwas, wo sich Österreich fast im Mainstream mit anderen Ländern hier befindet. Aber trotzdem glaube ich, dass vor diesen Nationalratswahlen das öffentliche Interesse, das internationale Interesse, was Österreich betrifft, relativ groß war. Also Europa hat hier genau auf Österreich geschaut, weil einfach so viele bizarre Entwicklungen hier passiert sind. Und wir haben wirklich viele Journalistenanfragen gehabt aus ganz Europa, wo die erste Frage war, was ist da eigentlich los in Österreich? Was passiert da eigentlich? Und wir haben versucht, das zu erklären und in einen europapolitischen Zusammenhang zu stellen. Und das war natürlich auch eine Herausforderung grundsätzlich. Und auch jetzt das Ergebnis ist spannend. Und die Frage ist natürlich, welche gibt es? Ist das wieder so eine Art Vorbildwirkung? Können rechtspopulistische Parteien, sind die nicht regierungsfit? Ja, wir haben das viermal in Österreich gesehen, dass die Regierungen mit Regierungsbeteiligung der FPÖ vorzeitig sausen gegangen sind. Beziehungsweise ist dieser Aufwind der Klimathematik mit einer Stärkung der grünen Parteien, wir haben das auch gesehen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, ist das ein europapolitischer Trend, wo hier auch vielleicht Österreich einen Trend setzen kann oder weiterführen kann. Und das macht Österreich, dieses Biotop Österreich, wahrscheinlich gerade für die Nachbarn, für die europäischen Nachbarn, relativ spannend. Und ich begrüße Falter Herausgeber Armin Thurnherr. Hallo. Armin Thurnherr kommentiert, analysiert die österreichische Entwicklung seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten im Falter. Fast Jahrhunderten, ja. Noch nicht ganz. Jetzt, wenn wir das uns etwas mit Distanz ansehen, die Wochen vor den Wahlen, dann auch dieses Wahlergebnis. Was ist das für ein Moment für Österreich, Armin Thurnherr? Also ich glaube, du fragst mich jetzt nach Kreisklimm mit der Distanz. Also, aber weil mir etwas bei diesen Vorbildwirkungen schon auffällt, dass es immer schwankt. Nicht? Also Kreisklimm war Österreich sehr angesehen, dann kam Waldheim-Katastrophe, dann war Österreich eher uninteressant, dann kam Haider und die Schüsselkoalition, dann war es wieder skandalisiert und dann war es wieder Pfader. Also es geht immer so auf und ab. Und ich denke auch, wir haben vielleicht die Neigung dazu, uns selber ein bisschen zu wichtig zu nehmen, weil wir haben ja den Phantomschmerz und wir wollen groß und wichtig sein. Und wenn wir nicht groß und wichtig sein können, sind wir gern Vorreiter. Ich glaube, dass zum Beispiel die These, dass jetzt die Rechtsextremen oder Rechtspopulisten gezähmt wurden, mit großer Vorsicht zu genießen ist. Weil die wurden zwar gezähmt, das ist ein großes Verdienst von Kurz, darf man nicht vergessen. 2017 war die FPÖ mit 33% in den Umfragen, oder 31 und 33% in den Umfragen. Also da war eigentlich die Gefahr, dass Strache die Wahl gewinnt, groß. Kurz hat das geschafft, ihn zu bezwingen, aber wie hat er das geschafft? Er hat es geschafft mit einer Variante von Politik, die einerseits diese rechtsextreme Politik akzeptiert und andererseits kommunikative Mittel importiert, die in Österreich in dieser Form neu waren, nämlich die sogenannte Message Control, also sehr starke amerikanische Methoden, was in Österreich besonders explosiv gewirkt hat, weil Österreich ja immer zum Unterschied von anderen mitteleuropäischen Ländern eine relativ desolate Medienlandschaft aufweist und so Merkmale wie die Dominanz der Kronenzeitung die Wahlen ja mitentscheiden kann. Europawahl, ich erinnere an Hans-Peter Martin, ein Kandidat ohne Apparat und Anhang, hat mit Hilfe allein der Kronenzeitung, glaube ich, 14% bekommen seinerzeit. Also das sind schon bemerkenswerte Dinge und die können auch wirklich Wahlen entscheiden. Also in diese Situation hinein mit diesen amerikanischen Taktiken und dieser politischen Konturenlosigkeit zu kommen, das ist vielleicht interessant, aber was es politisch genau bedeutet, jetzt, das ist schwierig einzuschätzen. In der Wahlnacht waren viele Journalisten, viele von Ihnen hier, auch du warst in der Hofburg, wo die Nachrichten zusammengekommen sind. War das nicht doch eine andere Atmosphäre als zum Beispiel bei der Bundespräsidentenwahl? Die Frage war Van der Bellen, Hofer. Da hat wirklich die ganze Welt auf Österreich geblickt. Ich war damals in Peking und das chinesische Fernsehen hat das Programm unterbrochen, wie klar war, Van der Bellen hat gewonnen, weil das Gefühl war, die Demokratie ist in Gefahr. Jetzt ist ja das offensichtlich nicht mehr der Fall. Ist das eine Art der Normalisierung, passiert ist? Ich glaube nicht unbedingt, dass man sagen kann, Kurz hat die FPÖ gezähmt. Die hat sich ja selber zerlegt letztendlich. Und das ist allerdings, glaube ich, auch kein Fall, den man verallgemeinern kann. Also das war sozusagen eine ganz besondere, spezielle Blödheit auf Ibiza. Und
das hat die FPÖ jetzt um einiges gekostet. Ja, aber 2017 hat er sich schon gezähmt. Das darf man nicht vergessen. 2017 hat er die Wahlen gewonnen. Er hat ihn einfach Themen geklaut, sozusagen. Also er hat ihn so den Sieg weggeschnappt. Aber gezähmt hat er so während der zweijährigen Regierungszeit nicht. Also, gezähmt ist sonst wäre Kickl nicht so losgestartet, glaube ich. Also der hat sich das 2 Jahre lang mit großer Duldsamkeit, würde ich mal sagen, angeschaut und hat die machen lassen und hat dann einfach Glück gehabt, dass sie sich selber zerlegt haben. Und sagt ja auch jetzt, Kontinuität, auch in Bezug auf die Inhalte, die mit... Aber ich glaube jedenfalls nicht, dass man das als Beispiel dafür nehmen kann, dass diese rechtspopulistische Welle in Europa jetzt schon wieder am Abklingen ist. Das ist ein Sonderfall. Das ist ganz sicher ein Sonderfall. Ja, ich wollte auch so etwas sagen. Also gezähmt, das ist eben fraglich. Gestoppt sicher nicht. Ich glaube, das sind Grundtendenzen gebremst in Europa. Vielleicht. Gebremst, ja, für eine Weile. Ich bin alt genug, wahrscheinlich in derselben Liga wie Armin Thurnherr. Er war schon Korrespondentin von Libération damals in den 80er Jahren. Und ich habe gesehen, wie die FPÖ, die eine 5%-Partei war, genau wie Le Front National von Jean-Marie Le Pen am Anfang, also ihre Stimmenanteil verfünffacht hat. Also, und sie sind nach oben gegangen und dann plötzlich ganz brutal nach unten. Ich war damals, also diesmal für Le Monde, Korrespondentin 2002, als Schüssel über 42% der Stimmen der ÖVP gebracht hat und wo die FPÖ auf 10% gestürzt ist. Also das war ein Minus von fast 17 Punkten. Und also ich glaube, das sind Grundtendenzen in der europäischen Landschaft und die werden bleiben. Sie werden wieder allmählich nach oben gehen. Also die permanente Auseinandersetzung mit diesem Biotop, die gibt es ja nicht nur in Europa, die gibt es auch in Amerika mit Trump, also das ein Drittel plus minus einem nationalistischen Demagogen folgen. Trotzdem, Ibiza und das Ibiza-Video hat in Österreich etwas ausgelöst, hat eine große Diskussion ausgelöst, hat das eine Veränderung, sei es auch nur eine konjunkturelle Veränderung, gebracht oder hat man da wirklich sagen müssen, ja, die FPÖ hält bis zu dem Augenblick, wo sich herausstellt, dass der Parteivorsitzende unter Korruptionsverdacht steht. Das ist ja auch nur das Ende einer Entwicklung. Wie sehen Sie das, Ivo? Also nur noch ganz kurz, was mich noch wirklich immer fasziniert ist, aus einer Schweizer Perspektive. Ich meine, wir sind ja auch Pioniere gewesen in diesem Rechtspopulismus. Die SVP, die hat schon eine Stärke gehabt zu einer Zeit, als die FPÖ noch in den Kinderschuhen steckte. Und die SVP ist nach wie vor die stärkste Partei in der Schweiz. Die hat über 30%, ist aber überhaupt kein Thema im Rest der Welt. Also das ist auch interessant, dass diese beiden Kleinstaaten so unterschiedlich wahrgenommen werden. Und wahrscheinlich hat das auch mit dem Nationalsozialismus zu tun. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel das deutsche Interesse an Österreich einfach viel größer ist als an der Schweiz. Vielleicht auch aus historischen Gründen. Obwohl nicht dieselbe Sprache. Ist teilweise aber vielleicht, wenn es keinen Schweizer Kommissar in Brüssel gibt, wird auch eine... Ja klar, das spielt natürlich auch eine Rolle. Das Schweizer System ist anders, oder? Diese Einbindung der aller Kräfte natürlich, das kann man auch sagen, ist eine Domestizierung, hat auch seinen Preis oder ihren Preis. Aber nochmal zu Ibiza zu kommen, ich glaube, das passt schon gut da rein, weil es ist einfach, glaube ich, auch etwas anderes, dass man dieses System hat, wo die Parteien, die an der Regierung sind, auch diese Macht über die Institutionen einnehmen. Und das hat man ja nicht sehr gut gesehen nach Ibiza, was da hinter den Kulissen alles passiert ist. Und was ich schon das Gefühl habe, ist, eine Folge, die Österreich noch lange beschäftigen wird, ist dieser Vertrauensverlust, der mit Ibiza gekommen ist. Und ich glaube, der geht wirklich auch über die FPÖ hinaus. Die FPÖ ist vielleicht das extremste Beispiel. Aber ich finde schon auch, dass nach Ibiza wenig gemacht wurde, um dieses Vertrauen wiederherzustellen. Und nicht nur die FPÖ, sondern auch die anderen, und das fiel mir sehr stark auf, spielen mit auch diesem Misstrauen, Volk gegen Medien. Und ich fand das auch bei den Wahlkampfveranstaltungen immer sehr bemerkenswert. Parlament gegen Volk, ne? Noch besser. Ne? Also bei der ÖVP natürlich, das hat Kurz ja wirklich perfektioniert. Aber mir fiel dann zum Beispiel auch auf, dass bei der SPÖ, bei der Abschlussveranstaltung, dass den meisten Applaus hat Randy Wagner, das kann auch jemand anders gewesen sein, kriegen die, als sie gesagt haben, ja, wir
wir schauen nach vorne und wir haben einen super Wahlkampf trotz dieser schlechten Darstellung in den Medien. Also dieses Misstrauen, das finde ich wirklich sehr besorgniserregend. Armin, ist nicht eine Veränderung durch Ibiza ist die Position der Kronenzeitung. Die Kronenzeitung ist radikal anti-FPÖ, schreibt radikal anti-FPÖ. Also das habe ich noch nie erlebt. Aber lass uns am Boden bleiben. Die Kronenzeitung ist genauso radikal opportunistisch wie der Rest. Ja? Also die wird, wenn sie wieder passt, wird sie wieder anders schreiben. Und wir müssen auch präzise bleiben. Ibiza hat ja skandalöserweise ziemlich wenig geändert. Trotz des Einsatzes der Kronenzeitung war die FPÖ dann immer bei 26-27% in den Umfragen. Der Kurz hat es geändert, weil er hat es als Kairos, als glücklichen Moment gesehen, so wie der Schüssel mit Knittelfeld, auf den hat er ja die ganze Zeit gewartet. Es gibt ja Anzeichen dafür, dass sie schon informiert waren, dass da was kommt, weil auch Besetzungen im Ministerium gemacht wurden, die man eigentlich zu diesem Zeitpunkt so nicht macht. Ja, Leute fix eingestellt, die man so nicht fix einstellen muss. Also das wäre auch mal zu erforschen. Aber jedenfalls, was wirklich geändert hat, war die Aktion des Kurz, der seinen Moment genutzt hat und in die Wüste geschickt hat, plus die Spesen. Ja? Also, da hat sich noch immer nichts bei den Umfragen getan, erst als die Spesen kamen. Das ist eine andere Kategorie. Ja. Das kommt mir wirklich ein bisschen so vor wie bei El Capone und den Steuern. Also wenn man Ibiza sieht und die Spesengeschichte, klar, bei der Spesengeschichte hat er wohl in die Kassen der eigenen Partei gegriffen und das ist der Basis schlecht zu vermitteln. Aber was in Ibiza passiert ist, dass er die halbe Republik dieser vermeintlichen im Bosnien vor die Füße gelegt hat, darüber redet man hier viel zu wenig. Ja, nein, im Gegenteil, es ist auch so, es wurde sofort in Ibiza in juristischer Weise betrachtet. Also welche strafbaren Tatbestände wären da gesetzt worden, statt dass man gesagt hat, das ist ein politisch-moralischer Skandal, diese Leute können nie wieder in den Al Capone ist aus dem Verkehr gezogen worden, nicht wegen seiner vielen großen Versprechen, sondern wegen einer Steueraffäre, aber er ist aus dem Verkehr gezogen worden. Also insofern ist das... Das ist Strache jetzt auch. Ist das jetzt auch der Fall. Ich wollte auf etwas anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass ich glaube, dass das Charisma einfach unterschätzt wird. Ja? Also zum Beispiel die ÖVP lag ja da nieder und der Putsch des Kurz war ja auch nur deswegen möglich, weil er gute Umfragedaten hatte und sagen konnte seiner Partei, mit mir werdet ihr die besiegen. Ja? Die FPÖ hatte das Charisma des Strache. Ob Kickl das so breit ausstrahlen wird, wage ich zu bezweifeln. Hofer vielleicht schon, ja? Weil Hofer mit seinem samtzüngigen Rechtsextremismus, der halt bei den Massen irgendwie besser ankommt, so gemütlicher Faschist, nicht? Also das hat man gern. Aber das Charisma, ob das ganz so da ist, wage ich auch zu bezweifeln. Aber das hat Kurz gebracht. Ja? Jetzt Frage noch, dann hören wir auf mit Ibiza. Hat das nicht auch ein bisschen einen Schock ausgelöst, Paul, dieses Gefühl, wir könnten tatsächlich ein prorussisches Orbán-Land 2 werden? Da gibt es eine Regierungspartei, die möchte uns rausführen aus der westlichen Welt und die Russland-Connection ist so stark, dass sie also über alles eigentlich hinausgeht, was man sich bisher vorgestellt hat. Und das, wie das offen zutage getreten ist durch das Video, hat es vielleicht einen Schock gegeben. Also durchaus auch bei der ÖVP oder bei anderen, die gesagt haben, naja, ein bisschen kann man mit den Freiheitlichen arbeiten, weil die bremsen zumindest die Linken und die Sozis aus. Man festgestellt hat, okay, sind wir auf einer abschüssigen Bahn in Richtung prorussisches Orbán-Land. Und da ist jetzt ein großes Erstaunen und ein Schock, der auch heilsam sein könnte. Also bei der ÖVP oder bei der Bevölkerung? Bei der ÖVP, bei den Eliten, bei den traditionellen Eliten des Landes. Weiß ich nicht, ob ich diese Einschätzung teilen würde. Ich bin nicht sicher, ob die Art und Weise, wie die FPÖ denkt und ihr pro-russischer, pro-Putin-Ansatz, das war ja vorher auch schon bekannt. Also der Freundschaftsvertrag, bitte, die Partei hat einen Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei. Ja, die sind unbedeutend. Das ist Papier. Der Versuch, hier Geschäfte zu machen, um die eigenen politischen Ziele dann finanziell gestärkt verfolgen zu können. Also so offensichtlich wie dort hat man das im Fernsehen und auf den Bildschirmen möglicherweise noch nicht gesehen, aber gewusst hat man das natürlich schon, dass hier
hier Seilschaften im Hintergrund am Werk sind und der Versuch da ist, sich Gunst zu erkaufen. Zumindest liegt es jetzt offen am Tisch. Also niemand kann mehr drüber. Ich meine, das war sozusagen ein guter Anlass, glaube ich, um dann auszusteigen. Und es ging auch nicht anders. Und ich glaube, letztlich gab es keine andere Exit-Strategie dort. Aber also wahnsinnig überraschend, glaube ich, war das nicht. Wenn jetzt nach monatelangen Verhandlungen, Sondierungen, die ÖVP durchführen wird, der Sebastian Kurz durchführen wird mit allen Parteien, am Ende vielleicht zu Ostern oder so herauskommt, es geht nichts anderes als mit der FPÖ. Und die FPÖ sich möglicherweise stabilisiert hat, Hofer ist dritter Nationalratspräsident, Kickl ist froh, dass er Fraktionschef ist im Parlament. Wenn es dann die ÖVP sagt, ja, also leider, wir können nicht anders, also wir müssen wieder mit der FPÖ. Was würde das für Europa bedeuten? Wie würde das in Deutschland aufgenommen werden? Peter Münch, Sie haben gesagt, das ist ein bisschen die Beobachtung auf Österreich ist immer, also die kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Naja, wenn die Probe so ausgeht, dass das dann doch wieder Freiheitliche in der Regierung sind. Was würde das heißen für die Stellung Österreichs zum Beispiel in der deutschen Diskussion? Auch? Also ich würde mal sagen, so nach den letzten beiden Jahren kann Österreich wahrscheinlich alle anderen gar nicht mehr so sehr überraschen. Da ist schon so viel gewesen. Es wird natürlich ein Kopfschütteln auslösen. Es wird niemand verstehen. Aber es war ja auch schon im Wahlkampf so. Also Kurz hat diese Regierung beendet mit dem Satz, genug ist genug, und hat gesagt, wie furchtbar er gelitten hat unter diesen Einzelfällen. Ein paar Wochen später war die FPÖ schon wieder eine Option. Und alle haben sich irgendwie gewundert und dann hat man halt gesagt, okay, das ist dann halt so in Österreich. Und es ist ja dann tatsächlich auch so in Österreich. Und das muss man dann halt auch aus dem Ausland so akzeptieren und so hinnehmen. Also Ivo, Schweizer Sicht wäre, okay, ist das eine Normalisierung? Weil eben die Schweizer Volkspartei ist ja auch eigentlich zwar eine Partei so ähnlich, aber nicht ganz so ähnlich wie die FPÖ und ist Teil des politischen Systems. Ja, absolut. Also ich glaube, in der Schweiz sieht man das nicht ganz so eng wie in Deutschland allgemein. Ich fand es auch auffällig, dass eigentlich, jetzt, wenn wir sehen, unsere Leser, die haben sich wirklich enorm stark für diese Hintermänner-Diskussion interessiert. Also wenn man diese Zahlen angeschaut hat, das war wirklich krass, dass jedes Mal, wenn es um Hintermänner ging, das ist durch die Decke. Und die andere Geschichte hat man dann schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, das kennt man jetzt so ein bisschen. Und ich fand auch, dass es ein bisschen beängstigend war, wie oft in der Schweiz das alles so ein bisschen mit einem Schulterzucken abgetan wurde. So, also im Sinne von, unsere Vorurteile über die Österreicher hat das jetzt wieder ein bisschen bestätigt, oder? Mhm. Also das war schon eine Tendenz, die man merkt. Und ich glaube jetzt einfach auch, dass auch weil das jetzt so lange dauern wird, das wird eine Geschichte, die dann wiederum eigentlich nur eine kleine, sehr politikaffine Gruppe in der Schweiz interessieren wird. Aber klar, es wäre natürlich schon extrem, wenn das jetzt wieder so gehen würde. Die Frage, Armin Thurner ist ja dem früheren Bundeskanzler, zukünftigen Bundeskanzler Sebastian Kurz im ZDF gestellt worden, vom Moderator des Heute-Journals Klaus Kleber, der ihn gefragt hat, Sie müssen jetzt nicht mit der FPÖ koalieren. Warum schließen Sie das nicht aus? Und Sebastian Kurz hat gesagt, weil ich es versprochen habe, meinen Wählern. Und dann hat der aber nicht nachgelassen, der Moderator, und hat gesagt, ja, aber halb Europa will das nicht und die wäre entsetzt. Und dann hat er eine relativ, fast patzige Reaktion des Sebastian Kurz gegeben. Und seit eine große Diskussion, war das eigentlich zulässig, diese Frage? Eigentlich die wirklich relevante Frage, oder? Ja, die war zulässig, aber es passt natürlich wieder wunderbar ins Konzept derer, die wir auch schon seit Waldheim kennen. Wir Österreicher wählen, wenn wir wollen, hieß damals der Slogan. Und wenn irgendwer im Ausland aufzeigt und sagt, das wäre aber vielleicht demokratiepolitisch nicht so günstig, dann ist es für Österreicher ein besonderes Argument, Justament so zu wählen. Das nennt man dann demokratisches Selbstbewusstsein oder so. Aber Faktum ist, dass die ÖVP-Wähler mehrheitlich eine Koalition mit der FPÖ wollen und nicht mit den Grünen. Ne? Und auch die Grünwähler im Übrigen wollen nicht eine Koalition mit der ÖVP, die würden lieber mit der SPÖ zusammengehen. Ne? Also es schaut meiner Meinung nach schon so aus, als ob es am Ende darauf hinauslaufen wird. Nicht? Weil die FPÖ wird sich dann... Und das ist die politische Identität von Türkis und von Türkis durch... Und Kurz, ob Kurz jetzt Bauchweh dabei hatte oder völlig gesungen hat, also diese Politik gemacht hat, ist ja wurscht, er hat diese Politik gemacht. Ja, auf der anderen Seite sind alle anderen Varianten
europapolitisch eine Chance. Ja. Und in einer Zeit, wo die Migrationsthematik nicht so akut ist, wo wir das auch bei den Wahlmotiven gesehen haben, dass das nur an vierter Stelle steht und Klima die wichtigste Priorität ist, müsste man eigentlich annehmen, dass die unterschiedlichsten Seiten ein gewisses Maß an Kompromissbereitschaft zeigen würden. Weil wenn den Grünen gerade die Klimapolitik das Wichtigste von allen ist, und wenn auch die ÖVP diesem Thema nicht auskommen kann, dann wird man sich ja irgendwo finden. Und es wäre, glaube ich, PR-technisch, wenn das so wahnsinnig wichtig ist, kein Problem, das darstellen zu können. Und man könnte sich auch, und ich glaube, das haben die Österreicher durchaus auch gern, als Trendsetter selber definieren. Aber Schwarzenegger könnte es einen Segen geben. Ne? Genau, wie Torbi von Arnold Schwarzenegger und die Chose läuft. Also ich glaube, die Varianten sind da und europapolitisch wäre das natürlich spannend, weil das würde Österreich sicher in Europa ganz anders positionieren, als das bei einer Fortsetzung der Fall wäre. Wir diskutieren im Falter Talk die politischen Auswirkungen nicht nur des Wahltages, aber auch des Wahltages und all der Entwicklungen, die es in den Wochen und Monaten seit dem Ibiza-Video gegeben hat, sowohl was das für Österreich bedeutet, als auch was es für Europa bedeutet. Die Person des Sebastian Kurz, Joel Stolz, hat ja in Europa schon Interesse hervorgerufen, wie er Außenminister geworden ist, der jüngste Außenminister aller Zeiten. Alle waren interessiert. Macron hat ihn empfangen, wie er Bundeskanzler geworden ist. Ist das noch da, dieses Interesse, dass er als etwas Besonderes angesehen wird? Oder hat sich das einfach mit der Zeit verflogen, dieses Interesse? Ich glaube, das hat sich ein bisschen verflogen. In der Zwischenzeit will natürlich Kurz Macron als Modell haben. Aber ich wollte etwas sagen. Also in dieser Einstellung, positiven Einstellung zu Russland, kriegt seit Kurzem sowohl also die ÖVP, vor allem die FPÖ, Hilfe aus Paris. Also das ist fast unbemerkt worden, aber seit aus Macron. Macron hat schon vor der Botschafterkonferenz Ende August und kurz danach in Biarritz gesagt, man muss jetzt Russland, wir müssen unsere Politik Russland gegenüber völlig ändern. Man muss zu Russland zurückholen. Er hat natürlich nicht gesagt Putin. Putin ist nicht ewig. Aber das wird natürlich schon ein Gewicht haben, wenn Frankreich innerhalb von Europa so etwas sagt. Und das hat natürlich nicht allen Botschaftern gefallen. Das wurde hier, ich glaube, den Behörden, den österreichischen Behörden, ich nehme an, der ÖVP, weil der Botschafter fast nie, also er hat nie die FPÖ-Minister empfangen. Und der französische Botschafter. Der französische Botschafter, also Frankreich hat ziemlich konsequent natürlich die FPÖ, genau wie vor fast 20 Jahren, die FPÖ irgendwie in Abseits, also als marginal und boykottiert, leise boykottiert. Aber das wurde natürlich der ÖVP und dem Kurz und sicher erklärt, warum Frankreich so eine Wende, das ist natürlich eine strategische Wende, einführt. Und das ist fast unbemerkt geblieben. Und wenn Kurz das gemerkt hat, das weiß ich noch nicht. Wir haben bis jetzt natürlich wenig davon gehört. Aber das würde dann natürlich eher eine Wende ist aber eine staatspolitische Wende von Frankreich in Richtung Russland, wahrscheinlich aufgrund der internationalen Situation, weil es mit Trump und den USA immer schwierig wird, ja, aber nicht in Richtung Anpassung an die Vorstellungen. Nein, sicher nicht. Das wollte er nicht sagen, aber ich meine, das hat sicher Konsequenzen für die europäische Politik. Jetzt. Aber das finde ich schon bemerkenswert in Österreich, also dass eigentlich das überhaupt kein Problembewusstsein für diese doch sehr nahen Beziehungen, auch Wirtschaftsbeziehungen zu Russland existiert. Also man liest da eigentlich fast nichts darüber. Man skandalisiert jetzt diese Geschichte mit Strache und die ist auch skandalös. Aber ich finde, also ich habe auch ein paar Mal mit Wirtschaftsvertretern geredet, die sagen, ja, wir müssen da jetzt Dialog machen. Und dann gibt es ja dieses neue Dialogforum von Herrn van der Bellen, wo eigentlich nur Wirtschaftsvertreter drin sitzen auf österreichischer Seite. Also ich glaube,
diese Russlandfreundlichkeit, die lässt sich bei der FPÖ am klarsten zeigen. Aber sonst, dass die Wirtschaft das will, das ist ja nicht nur ein FPÖ-Problem. Und was ich bemerkenswert fand, gestern hat zum Beispiel Herr Heimbuchner, der ja in der Partei jetzt... Der FPÖ-Mann aus Oberösterreich. Genau, der sich so als Erneuerer präsentieren wird, hat gestern gesagt, dass er den Kooperationsvertrag eigentlich auflösen will, aber gleichzeitig die Sanktionen gegen Russland trotzdem ablehnt. Also ich fand das, glaube ich, bezeichnend für so doch eine relativ Mainstream-Haltung, die es hierzulande gibt. Dieses Gefühl, wir als Österreicher sollen besondere Beziehungen zu Russland haben und müssen die haben, ist das ein Restbestand auch aus der Zeit, in der die Neutralität so wahnsinnig wichtig war, bevor Österreich in der Europäischen Union war, wo Khrushchev durchs Land gefahren ist? Und da war es ja gerade das Gegenteil, das ist ja das Paradoxe. Ne? Damals war es ja so, dass Österreich die Neutralität ganz offensichtlich und auch deklariert als Westanbindung betrieben hat und dass Russland sozusagen das Schreckgespenst war. Ne? Das, und mit dem EU-Beitritt gewartet hat, ja, bis das grüne Licht aus Moskau dazugekommen ist. Ja, so, ja. Und dann ist es andererseits, wie du richtig sagst, natürlich europapolitisch, glaube ich, wirklich was anderes, weil Europa, um seine Interessen wahrzunehmen, muss natürlich mit Russland eine andere Beziehung herstellen. Ja? Das ist ja vollkommen klar und das bedeutet ja nicht, dass man Appeasement mit Putin betreibt. Und das ist eine Frage, die wird wahrscheinlich nicht... Aber das interessiert die FPÖ überhaupt nicht. Die FPÖ ist eher interessiert an guten Beziehungen zu Oligarchen und an Geld. Und das ist nicht nur die FPÖ. Wir wissen, also, die Lega, die Front National und so weiter und so fort. Und die Wirtschaft, das ist eins der Muster. Ja, aber auch die stillen Wirtschaftsbeziehungen, die der Kollege erwähnt hat, die gibt es natürlich. Und ja, da gibt es natürlich, also es gibt die österreichischen Interessen in den Beitrittsländern, in den neuen, und da gibt es natürlich die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland und es gibt auch Beteiligungen von Oligarchen an Firmen etc. Ich würde ganz gerne einen Schnitt machen und von der Frage Russland-Europapolitik zurückkommen zu den veränderten Kräfteverhältnissen. Und eine Konsequenz der Situation und des Wahlergebnisses ist, das neue Gewicht der Grünen in Österreich, die sich wieder erfangen haben, die sehr erstarkt aus diesen Wahlen hervorgehen, nicht nur die Nationalratswahlen, auch die Europawahlen, die keine Randerscheinung mehr sein werden in Österreich jetzt bisher. Aber die waren immer da, also auch in der Zeit, wo sie nicht im Parlament waren, jetzt sind die nicht mehr eine Randerscheinung. Jeder diskutiert, sollen in die Regierung kommen, sollen sie nicht in die Regierung kommen. Ivo Meissner, ist das eine Veränderung des erleben Sie das als Veränderung, als Einschnitt im politischen Klima, dass da wieder eine Option da ist, die ja in der letzten Legislaturperiode nicht da war, weil es die Grünen nicht gegeben hat? Ja, also ich finde es schon sehr spannend, wie die Grünen jetzt auch geschafft haben zu mobilisieren, weil ich war auch jetzt während des Wahlkampfs nie so ganz sicher, inwiefern diese Klimathematik dann die Leute wirklich auch an die Urnen bringt. Und ich glaube, die Grünen haben das wirklich auch geschafft, auch dadurch, dass sie ja extrem viele Junge auch an die Urnen gebracht hat, dass sie da wirklich offensichtlich auch geschafft haben, eine neue Gruppe zu politisieren. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr positiv. Die Koalitionsoption ist natürlich spannend. Das hat ja die FPÖ während des Wahlkampfs immer als Schreckgespenst gebraucht und man hat da so ein bisschen gelächelt. Aber das ist schon interessant, dass das eine Option wird. Ob das wirklich eine realistische ist, ich bin da relativ skeptisch. Jetzt in Europa, dass die Grünen in Österreich so erstarken, ist ja nicht isoliert. Das ist in vielen Ländern. Ja. Wie ist das in der Schweiz? Wie geht's in der Schweiz sind die Grünen auch ziemlich stark. Und die haben jetzt auch seit eigentlich mehreren Wahlen jetzt in den Kantonen und jetzt wahrscheinlich auch auf nationaler Ebene, die sind jetzt ja diesen Monat schon, werden die dazu gewinnen. Also das ist wirklich eine... Die Frage einer Regierungsbeteiligung, stellt sich die in der Schweiz? Nein, weil wir haben ja die sogenannte Zauberformel. Das heißt, in unserer Exekutive sind die Parteien nach Proporz verteilt und die Grünen sind da momentan nicht drin. Das kann aber sich schon ändern, weil von den Wähleranteilen her sind sie relativ nahe an jenen, die jetzt da drin sind. Peter Münch in Deutschland, die Grünen werden seit langem schon irgendwie als potenzielle Regierungspartei wieder gehandelt. Der Kanzlerkandidat könnte ernsthaft sagen, ich bin Kanzlerkandidat bei den nächsten Wahlen. Eine Parallelen zur Entwicklung in Österreich?
Ja, sicherlich. Also ich meine, so die Grünen haben einfach Aufwind durch ihr Thema und auch dadurch, dass sie natürlich jetzt wesentlich pragmatischer auftreten als in den Jahrzehnten zuvor. Und ich glaube, da haben alle Grünen viel, viel gelernt in Deutschland und auch in Österreich. Ein Punkt, wenn ich darf. Also wir haben das ja auch bei diesem Aufwind des Rechtspopulismus in Europa gesehen, dass es nicht immer nur die Frage ist, ist jetzt eine Rechtsaußenpartei, geht die jetzt in die Regierung oder nicht, sondern ihre Wirkung war ja wesentlich stärker, weil sie einfach die politische Agenda von vielen anderen Parteien beeinflusst haben, die dann teilweise den Diskurs und die Themen übernommen haben. Das heißt, das Themensetzen ist verdammt wichtig. Und jetzt bei den Grünen könnte das natürlich ähnlich sein, weil das die eine Frage ist, mit Grünen koalieren oder nicht. Aber die andere Sache ist natürlich, die Klimafrage ist da und die Klimapolitik, gerade in diesem Bereich, haben die Grünen sehr viel Glaubwürdigkeit, haben ihr Programm, haben ihre Konzepte. Und man hat schon im Wahlkampf gesehen, man sieht es auch in anderen Ländern, die anderen Parteien müssen da mitgehen, müssen nachziehen, müssen nachholen. Und sie werden von dem Thema nicht wegkommen. Das heißt, sie bestimmen dadurch die nationale und die europäische Politik möglicherweise wesentlich mehr als die Prozente, die sie bei Wahlen bekommen. In Europa sind grüne Parteien in Westeuropa stark, nicht in Südeuropa, Italien kaum, Spanien kaum, Osteuropa auch wenige. In Frankreich schon, wie ist da die Franzosen, haben die Grünen, waren in der Regierung, der linken Regierung irgendwie dabei? Der Widerspruch ist natürlich, dass die Parteien bis jetzt, bis vor kurzem sehr schwach waren, dass die Thematik immer stärker wird. Und das hat natürlich Macron sehr gut verstanden. Das ist interessant. Also nicht nur das Ministerium, Umweltministerium, aber die Thematik, zum Beispiel France Culture. Das ist ein Radiosender, der sich sehr stark wie Ö1, sehr Französisch. Stark an die Eliten. Wenn man sich anschaut, dass die Thematik, also sie haben ganz neue Sendungen, also die Klimathematik, die Klimaerwerbung ist zentral geworden. Aber meiner Meinung nach führt es sofort zu einer Diskussion, zu einer Debatte über die Reichtumverteilung. Mhm. Und also nicht nur, wie man grüner wird. Das haben, also vor ein paar Jahren haben alle in Österreich gesagt, naja, wozu die Grünen? Alle Parteien haben ihre Thematik, ihre Themen vereinnahmt. Das haben sie wahrscheinlich auch gemessen. Aber jetzt wird natürlich die Diskussion immer mehr: Wie verteilt man das Reichtum? Wie bekämpft man dieses Gefühl der Ungerechtigkeit? Also die Leute in Frankreich gehen auf die Barrikaden. In Österreich und in Deutschland und in der Schweiz nicht. Sie wählen und sie verwenden. Und deswegen, wenn die Sozialdemokraten, die diese Agenda, also den Neoliberalismus aus Mangel von anderen Perspektiven völlig vereinnahmt haben, wenn sie so weitermachen, werden immer gut ein Fünftel bis ein Drittel der Leute für die Extremrechte wählen. Also das ist die zentrale Frage. Und das macht natürlich eine Koalition zwischen Türkis und Grün besonders schwierig. Aber das würde auch eine Koalition zwischen Rot und Grün schwierig machen. Jetzt die Grünen nochmal. Die Grünen sind ja in einer Situation in vielen europäischen Staaten jetzt stark, auch weil es die Klimabewegung gibt, was die größte internationale Jugendbewegung seit Jahrzehnten, vielleicht seit 68, ist. 68 nach der Klimabewegung, nach der Jugendbewegung hat sozusagen eine parlamentarische, politische Reaktion drauf gegeben, zum Beispiel in Deutschland. Willy Brandt war bis zu einem gewissen Grad eine Widerspiegelung der 68er Bewegung in der Politik. Haben die Grünen jetzt, können die der parlamentarische Arm einer großen internationalen Jugendbewegung werden, Armin Thurnherr? Sind sie das vielleicht schon? Sie sind zumindest ein Ausdruck dieser Tendenz. Ob sie wirklich der parlamentarische Arm werden, dazu ist das Personal dann wieder zu inhomogen, ganz einfach. Also man darf ja auch nicht übersehen, dass die Grünen schon sehr viel auch dem Spitzenkandidaten verdanken, der jetzt sozusagen das österreichische Gegenstück zu Greta Thunberg ist. Ja, so ein gestandener, also ein hemdsärmeliger Steirer, ein
den man im Bierzelt auch präsentieren kann. Also sowas kann man durchaus wählen. Und die anderen haben sich brav zurückgehalten. Also die menschenrechtlich orientierten Hyperfeministinnen und so, die waren brav. Ja. Die haben, von denen hat man eigentlich gar nichts gehört. Ne? Also das haben sie ganz geschickt gemacht. Aber ob das politisch noch so, schon so konsistent ist wie die deutschen Grünen, die ja doch seit Jahrzehnten ihre Allianzen auch vorbereiten, ne? und in Bundesländern regieren, die so ungefähr bedeutend sind wie Österreich oder industriell vielleicht sogar bedeutender, ja? Und dort Ministerpräsidenten stellen, die man sich gar nicht wegdenken kann wie den Herrn Kretschmann. Also da sehe ich schon einen großen Unterschied. Und das größte Problem sehe ich, dass die Grünen überhaupt nichts vorbereitet haben. Die haben nie was vorbereitet. Konnten es vielleicht auch nicht. Die wollten überleben. Man kann schon, wenn man will, kann man. Aber sie wollten auch nicht. Sie wollten damals nicht Rot-Grün vorbereiten. Sie wollten auch nicht Schwarz-Grün vorbereiten. Und sie haben jetzt nichts vorbereitet. Und wenn man sozusagen gar keinen politischen Plan hat für eine politische Allianz, dann wird's, das ist es auch ein Grund für Schwierigkeiten, aber unmöglich ist nichts. Ich meine, das scheint ja wirklich wenn das eine Allianz werden sollte, das ist eine Allianz contre nature. Also wir haben Nein. die ÖVP. Warum? Wir haben die ÖVP. Es gibt es in drei Bundesländern. Also. Ja, aber das ist was anderes. CDU ist was anderes als. Nein, in Österreich. Ja, auch in Österreich. Also das ist ja nicht im luftleeren Raum. Ja, aber das ist die schwarze ÖVP und nicht die türkise ÖVP. Also ein Kurz. Das ist wirklich ein wichtiges Stichwort, weil die ÖVP hatte ja in den 80er Jahren die Idee der sogenannten ökosozialen Marktwirtschaft. Da gab es den Vizekanzler Josef Riegler, der war ein relativ progressiver schwarzer Bauer aus der Steiermark, der hatte diese Idee. Und das war durchaus auch gegen die ideologische Vormacht der Linken gedacht und war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Kurz ist sozusagen der Inbegriff des Gegenprogramms dazu in der ÖVP. Lass uns das nicht vergessen. Kurz ist auf dem Wirtschafts-, um nicht zu sagen neoliberalen Ticket mit Teflon lackiert. Ja, und Islamfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit. Und hat mit allen Themen gewonnen, die sozusagen den Grünen zuwiderlaufen und die auch dem christlichen Grund, auf dem dieses Ökosoziale wachsen konnte, auch zu Deswegen gibt es auch diese inneren Widersprüche und deswegen gibt es zwei ÖVPs. Ne? Es gibt die Kurz-Erfolgs-ÖVP, die wie seine Kappe drüber gezogen ist. Ja? Solange sie funktioniert, dann ist sie weg. Ne? Aber und darunter gibt es die alte aber ÖVP. Aber ist das nicht nur, es ist ja nicht nur eine die davon Person, ist diese ökosoziale Variante. Aber es ist ja nicht Variante. Nur die Person des charismatischen Sebastian Kurz, sondern es sind schon die Inhalte, mit denen er sich durchgesetzt hat. Und das waren die Inhalte, waren Übernahme von Ausländerfeindlichkeit, Islamophobie, von der FPÖ. Nee, und vielleicht kann er beides. Und Demontage der Sozialpartnerschaft und Demontage der linken Zentren und in letzter Konsequenz auch Demontage des Roten Wien. Also das ist alles Kurz, ja, programmatisch. Ökosoziale Marktwirtschaft sieht das etwas anders. Ja. Aber ich meine, nur kurz, wenn wir auch rein bei der Klimapolitik bleiben, sind es ja Welten, oder? Also ich meine, die CO2-Steuer, die ja wirklich ein vernünftiger Vorschlag ist, weit bis in liberale Kreise hinein, eigentlich, da hat Kurz lässt da nicht, also bin ich ziemlich der Meinung im Moment, lässt er nicht mit sich reden, weil einfach die Wirtschaft oder die Industrie das halt nicht will, oder der große Teil davon. Also das heißt, man hat eigentlich diese programmatischen Welten zwischen Kurz und den Grünen, und die Grünen sind ja dann nochmal doch auch gerade Wirtschaftspolitik, sozialpolitisch ziemlich links, also pointiert links aufgestellt. Und dann haben aber die Grünen ja auch noch das Problem, dass die Forderungen von der Fridays for Future Bewegung, das ist ja dann nochmal eine Welt entfernt davon. Also ich glaube, die Grünen müssen sowieso, glaube ich, schon mit diesem Programm, ist das wie schon so ein Kompromiss, oder? Jede Klimapolitik hat, glaube ich, das Problem, dass sie wahrscheinlich einen Staat braucht, der interveniert. Ja? Also, und dass auch das Verhältnis von Staat zur Wirtschaft anders definiert wird. Also man muss dann öffentlich-private Projekte anderer Art aufstellen, als es sie jetzt gibt. Ja? Und da muss man ganz anders denken. Da muss man in großen Klimafonds denken und dergleichen. International. Ja, aber der Sinn einer Koalition ist ja nicht, dass dann plötzlich beide in allen Fragen einig sind. So der Sinn ist, dass jeder was kriegt. Also wenn die Grünen zum Beispiel jetzt davon ausgehen würden, dass sie sozusagen 100% ihres Programms umsetzen können und sonst gar nichts machen, dann ist das natürlich falsch. Oder wenn man total auseinander ist, bei weltanschaulichen Fragen, aber was offensichtlich der Fall ist. Ich halte das auch für einen inhaltlichen Höllenritt, zumindest, aber ich halte es trotzdem nicht für ausgeschlossen. Und ich glaube, dass es Österreich gut tun würde, sozusagen, sich da auf einer gemeinsamen Basis zu finden. Ob es den Grünen gut tun würde, da kann man viele Fragen stellen. Aber wenn sie es nicht machen, also ich glaube, es war Van der Bellen, der mal gesagt hat, also lieber 15 oder 20% in der Regierung umsetzen als 5% in der Opposition. Und ja, also ich glaube das auch. Ich meine, wenn
wenn Klima das Hauptthema ist und das ist die Hauptpriorität der Grünen. Und wenn sie da wirklich was weiterbringen wollen, dann müssen sie in eine Regierung gehen. Ich teile schon die Ansichten, dass das ganz, ganz schwierig ist. Aber ich würde auch meinen, unmöglich ist es nicht. Ich meine, und auch die anderen Koalitionsvarianten haben extrem hohe Risiken, wahrscheinlich nicht inhaltlicher Natur mit der FPÖ. Das wäre eine Fortsetzung. Aber trotzdem, ich meine, wenn man immer derjenige war, der gesagt hat, man möchte stabile Regierungsverhältnisse, dann wird man nicht mit der FPÖ zusammen. Die internationalen Erfahrungen von Grünen in nationalen Regierungen sind eher ziemlich katastrophal für die Grünen. Irland, Tschechien, das sind, glaube ich, die Erfahrungen. Also, wie ich eingangs gesagt habe, da sind am Ende die Grünen zerbröselt worden. Ja, und die internationalen Erfahrungen mit rechtspopulistischen Parteien in den Regierungen sind jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Wir diskutieren im Sitzungszimmer des Falter die österreichischen Wahlen im internationalen Zusammenhang. Und wir sollten auch ein bisschen über die Sozialdemokratie sprechen. Der SPÖ geht es ganz schlecht. Man weiß es noch gar nicht nach den Wahlen, ob das, wie tief die Krise sein wird. Peter Münch, die SPÖ erlebt jetzt etwas, was die SPD erlebt hat oder auch erlebt. Wie sehen Sie die Parallelen? Also ich glaube, grundsätzlich sind die Sozialdemokraten doch noch gefestigter und stärker und verankerter hier in Österreich, als es die deutschen Sozialdemokraten sind. Glaube ich. Ich meine, es sind nicht mehr die Alten in Österreich, aber der SPD geht es noch schlechter. Ja, ich glaube, in Frankreich geht es am schlechtesten. Sind doch eher noch kampagnenfähig, die haben die Gewerkschaften noch fest an ihrer Seite und so. Also ich glaube, das ist schon noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, von 20% würden die deutschen Sozialdemokraten jetzt träumen, das würden die sofort nehmen. Aber natürlich, die werden auch erwischt von dem allgemeinen Trend. Die Milieus brechen weg und Leute, die vielleicht auch früher zur Führungselite der Sozialdemokraten gezählt hätten, gehen jetzt irgendwo anders hin. Also und dann hat man halt alle 2 Jahre oder alle anderthalb Jahre einen neuen Vorsitzenden. Das haben die deutschen Sozialdemokraten so und haben die österreichischen auch. Also es ist in manchen Ländern ja eine Existenzkrise der Sozialdemokratie. In Frankreich war noch vor wenigen Jahren, hat es einen sozialdemokratischen Präsidenten gegeben. Jetzt ist die französische SP nicht mehr wahrnehmbar. Wahrscheinlich oder? Nicht mehr zu retten und aus den Gründen, die ich früher erwähnt habe. Weil sie, also es gibt natürlich immer persönliche Gründe etc., dass die Leute sich zertreten, dass sie, der eine zu viel Ambition hat etc. und der andere sich als verraten fühlt. Aber die meiner Meinung nach, die grundsätzliche Erklärung ist, dass nach dem Sturz der Sowjetunion 1989, dass der Neoliberalismus als einziges Modell erschienen ist und von allen vereinnahmt wurde. Und das ist jetzt die zentrale Frage. Und ich glaube, ich würde nicht ausschließen, dass der Kurz bei allen seinen Limitationen sich mit den Grünen einlässt. Das ist wahrscheinlich heutzutage nicht die wahrscheinlichste Variante für mich. Ich würde eher glauben, das kommt zum ähnlichen Modell wie damals für Schüssel, der mit den Grünen halbwegs verhandelt hat und am Ende eingesehen hat, das ist einfach zu schwierig und es ist viel einfacher, mit einer geschwächten FPÖ wieder eine Koalition zu machen. Aber die Zeiten ändern sich. Der Druck der öffentlichen Meinung wächst immer mehr und natürlich auch auf Leute wie Macron. Also der Macron von vor 2 Jahren, als er gewählt wurde, war eine neuerliche Erscheinung von Giscard. Leider ohne das Wachstum von den Trente Glorieuses. Also Neoliberalismus plus Liberalismus in den Gesellschaftsfragen. Jetzt ist dieses Programm nicht mehr durchzuführen. Ich habe immer wieder damals gehört, wir werden dasselbe wie die Deutschen machen, weil den Deutschen gelingt es so gut und sie exportieren die ganze Welt. Jetzt sieht man natürlich die Grenzen dieses Modells. Ich glaube, die Diskussion, die Linien werden sehr schnell jetzt sich ändern und es könnte auch in Österreich jetzt passieren. Armin Thurner, es hat einen Wahlkampf gegeben der SPÖ, der war ja sicherlich nicht neoliberal. Das ist, weiß ich, 1.700 Euro Mindestlohn, ja. eine Stärkung der sozial Schwächeren. Also Neoliberalismus ist in Österreich wahrscheinlich
in Versatzstücken in der SPÖ da, die nicht so erkennbar sind. Was? Das war doch ein inhaltlicher Wahlkampf, den die SPÖ gemacht hat. Kann man doch nicht leugnen. Jetzt sagen alle, die Inhalte haben nicht gestimmt. Jetzt spontan, wir wissen, um eine solche Niederlage zu erklären, muss man immer sich lang überlegen, was man wirklich meint, was ausschlaggebend ist. Auch die Parteichefin Rindi Wagner hat ja im Wahlkampf durchaus Konturen gewonnen. Jetzt deine erste Reaktion, was hat diese schwere Schlappe der SPÖ bewirkt? Man sagt immer, es war die Abwahl des Sebastian Kurz. Ja gut, aber warum soll eine sozialdemokratische Partei für einen ÖVP-Kanzler eben das Vertrauen aussprechen im Nationalrat? Das ist ja völlig unlogisch. Also ich glaube, dass die Analyse zutrifft, dass die Sozialdemokraten überall die Rechnung dafür zahlen, dass sie sich auch dem Neoliberalismus anverwandelt haben, ja, jahrzehntelang, und da nicht rauskommen, auch wenn sie jetzt ein sachlich in Ordnung Programm hinlegen, ja, und es dann mit einem menschenrechtlichen Herzerl garnieren. Ja, das ist ja schlecht. Also besser Menschenrechte auf Wahlplakate als Rassismus. Nicht Menschenrechte, es war Menschlichkeit. Also es war schon die österreichische Streichelvariante von Menschenrechten wieder. Also das war so, wir sind lieb und herzig. Ne? Das ist für eine linke Partei nicht ganz das Richtige, finde ich. Ja? Obwohl ich finde auch, dass die Frau Rendi Wagner dann Kontur gewonnen hat. Und sie hat ich habe das kürzlich in einer Diskussion falsch ausgedrückt, aber dieses Anverwandeln an den Neoliberalismus hat natürlich alle Kandidaten diskreditiert. Ne? Was willst du von einer sozialdemokratischen Partei, wo du überall das Gefühl hast, die reden wie die Bosse. Ja? Das hat mit Schröder begonnen, ne? Blair, Schröder und alle anderen versuchen sich dem anzunehmen. Nein. Auch Faymann, ich kann mich erinnern, Faymann, der ja bei Gott kein Neoliberaler ist, aber der saß da dort in seinem Büro am Ballhausplatz und hat gesagt, das Erste, was er in der Früh anschaut, sind die Spreads. Ja? Also Börsenkurse und so, das ist die wichtigste Pflicht eines Bundeskanzlers. Also, und das war auch dem geschuldet, also wir sind verantwortlich, weil wir sind verantwortlich für das ökonomische Schicksal und das wird an der Börse entschieden und wir passen auf, ne? Auf euer Geld. Also das ist alles so desolat und programmatisch so am Sand und auch sozusagen von der öffentlichen Wahrnehmung und auch von den ganzen Strukturen und vom Publikum. Also Neugründung. Das heißt, Neugründung sind ja immer gut, Ratschläge zu geben. Neugründung. Das wäre, ich stimme dem Herrn Münch zu, dass die 21% in Anbetracht der internationalen Verhältnisse relativ gut sind. Man darf auch nicht vergessen, dass die Grünwähler, die zahlreich das letzte Mal den Christian Kern gewählt haben, 2017, das unter der Voraussetzung getan haben, um Schwarz-Blau zu verhindern. Das war jetzt weg und im Gegenteil, sie haben damals gelernt, wenn wir taktisch wählen, dann fliegen die Grünen aus dem Parlament. Also haben noch mehr Leute taktisch gewählt und haben das mal taktisch die Grünen gewählt. Das hat der SPÖ nämlich auch noch Stimmen gekostet, zusätzlich. Ivo Meissner, der Rückzug ist immer das schwierigste Manöver in allen Schlachten. Muss jetzt die Sozialdemokratie in Österreich schauen, wie sie sich im Rückzug stabilisiert und gibt es da Erfahrungen, zum Beispiel auch aus der Schweiz, wo sie immer auch und ab da. Also ich finde das Schweizer Beispiel, es spricht auch ein bisschen gegen diese Neoliberalismus-These, weil ich meine, die Schweizer SP, die ist die zweitstärkste Partei, die hat schon ein relativ linkes Programm, aber die sind auch sehr pragmatisch. Aber ich glaube, der Unterschied ist natürlich auch, dass die Schweizer Sozialdemokraten nie diese gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Rolle hatten, die sie hier hatten. Ich meine, dass wenn man da in der Obersteiermark oder so unterwegs ist, das ist einfach, da hat eine Partei mit der Globalisierung eine Rolle verloren, die sie über Jahrzehnte hatte. Und das kann man nicht einfach ersetzen. Und ich glaube, da ist die Partei irgendwie auch noch nicht so richtig drüber hinweggekommen. Und das andere ist dann schon auch, wenn man dann auf urbane, moderne, aufgeschlossene, so Mittelschicht setzt als Wähler, die sind jetzt einfach bei den Grünen. Und ich finde es schon sehr... Oder bei den Neos, ja. Oder teilweise jetzt auch bei der ÖVP, wie er diese Wahl gezeigt hat. Es ist interessant gewesen, dass im Wahlkampf die Frage, die eine Triebkraft der türkis-blauen Koalition war, nämlich Islamophobie, Ausländerfeindlichkeit, Angst vor Flüchtlingen machen und abschotten und so, eigentlich im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt hat. Paul Schmidt, ist das in Österreich so weit, dass man eigentlich mit humanitärer Ausländerpolitik in der Politik nicht mehr reüssieren kann oder das zumindest glaubt,
muss man irgendwie da einfach schweigen und wegschauen und sagen, ja, wir Ausländer weg und raus, sagen wir ein bisschen anders, aber in Wirklichkeit meinen wir es auch, außer den Grünen und der Liste Pilz hat niemand zum Beispiel gesagt, Österreich sollte sich beteiligen an der Aufnahme von Flüchtlingen, die der Boat People, die in Seenot gerettet wurden. Mein Eindruck war, es war jetzt nicht das große Thema. Also, und es ist auch kein Kennzeichen der SPÖ, in diesem Bereich eine besonders klare Linie zu haben. Und während die Grünen sich selbst voneinander getrennt haben, quasi 2017, und Migration das große Thema war, wo die Grünen überhaupt nicht zum Zug gekommen sind. Und gerade diese schwarz-blaue Geschichte der SPÖ viel geholfen hat, Christian Kern 2017, war das jetzt das Klimathema, wo die Grünen sehr profitiert haben. Und bei der Sicherheitsthematik, vor allem ÖVP, auch profitiert dann durch das Einbrechen der FPÖ mit den ganzen Spesenskandalen etc. etc. Und die SPÖ war irgendwo dazwischen, hat versucht, Klima mit sozialer Dimension zu verbinden und ist da nicht zum Zug gekommen, weil sie zu abstrakt war. Und die Migrationsthematik ist klar besetzt und das ist kein Trademark, wo die Leute sagen, okay, meine Position vertritt die Sozialdemokratie. Und ich glaube, um das noch fertig zu sagen, ich glaube, das ist auch ein Problem, dass die Sozialdemokratie in anderen Ländern hat, dass sie einfach die klare Message fehlt und die Leute nicht genau wissen, wofür sie stehen. Sie stehen für dies, sie stehen für das. Aber es gibt nicht diesen einen Punkt, wo sie sagen, okay, und dafür brauche ich jetzt unbedingt die Sozialdemokratie. Ja. Vielleicht jetzt den Leuten dafür zu Es müsste doch eigentlich nicht so kompliziert sein. Sagen, also Menschlichkeit und Kontrolle sind ja Dinge, die nicht unbedingt ein Widerspruch sein müssen. Jetzt der Deutsche... Für Kontrolle werden sie nicht gewählt. Der deutsche Innenminister, CSU-Mann Seehofer, macht ja gerade einen Schwenk in der Frage Flüchtlingspolitik. Wie schafft er das? Er war der härteste Vertreter eines Flüchtlingskurses, Anti-Flüchtlingskurses war und jetzt sagt er, man soll Boat People aufnehmen. Naja, ich glaube, das hat eher persönliche Gründe. Also der ist sozusagen im Abendlicht seiner Regentschaft und der möchte einen guten Abgang haben und nicht als derjenige in Erinnerung bleiben, irgendwie der ganz hart gegen die Flüchtlinge war. Also ich glaube, das ist so eine Alterssanftheit, mit der er jetzt so langsam aus seinem Amt gleitet und das ist aber, glaube ich, noch kein wirklicher politischer Schwenk bei der CSU. Aber anders als in der Klimapolitik. Da hat es den Schwenk gegeben bei der CSU. Ne? Aber für Seehofer, der weiß, er kann auch im Augenblick nicht so viel kaputt machen. Es kommen ja gar nicht so viele. Also kann er sich mal großzügig zeigen und dann sagen sie, so schlimm war der Seehofer gar nicht. Jetzt nochmal zurück zur SPÖ, Armin Thurner. Wie geht man mit Niederlagen um? Also die SPÖ hat jetzt ihren Bundesgeschäftsführer ausgewechselt, sehr rasch. Der Christian Droster ist durch Christian Deutsch. Thomas Droster ist durch Christian Deutsch ersetzt worden, dem in den Medien, in den sozialen Medien viel Widerspruch entgegenweht. Warum ist das so bedeutsam? Ist das bedeutsam? Der Falter schreibt, das war der erste Fehler der Pamela Rendi-Wagner seit den Wahlen. Ja, es ist nicht bedeutsam. Es ist wirklich nicht bedeutsam, leider. Es ist nur passiert. Und es ist halt ein Zeichen dafür, dass solche Dinge nicht passieren sollten. Gerade in so einer Situation, in der die SPÖ jetzt ist, wäre es zum Beispiel angebracht, mal kurz nachzudenken, innezuhalten und keine Entscheidungen zu treffen. Nämlich überhaupt keine, ja? Sondern mal sich zu sammeln. Und dann aber ruckzuck einen Mann zu bestellen, dem nicht der aller glorreichste Ruf vorangeht, sondern der im Gegenteil eine deutliche parteiinterne Punzierung hat, nämlich der Faymann-Gruppe anzugehören, das ist nicht der politischen Weisheit letzter Schluss, das kann man schon sagen. Das ist etwas für Politik-Insider, nicht? Aber es ist was für Insider, aber das grundsätzliche Problem der Sozialdemokratien überall, das sehe ich schon darin, sie werden mit einem ganz schwierigen Problem nicht fertig, mit dem man eigentlich überhaupt niemand fertig werden kann. Ich habe im Guardian einen schönen Kommentar gelesen, der begann mit dem Satz, wenn man den Leuten in der Sowjetunion gesagt hätte, dass sie nicht im Kommunismus leben, dann hätten sie uns für verrückt erklärt. Ne? Wir leben aber im Neoliberalismus und wir wissen es nicht. Ja? Das ist sozusagen ein Mindset, das allgemein funktioniert, das Freiheitsversprechen, mit dem kann man die Leute zu allem verlocken. Und wie du vorher gesagt hast, Kontrolle ist genau das Gegenteil. Ne? Es gibt eine 1,9% Liste jetzt, die haben Kontrolle angeboten. Ne? Aber niemand will Kontrolle wählen, jeder will Freiheit wählen. Mhm. Und, und,
Und dagegen ist aber kein anderes verlockendes Gesellschaftsbild. Sozusagen das Bild eines modernen Sozialismus existiert nicht. Was soll das sein? Nicht? Modern und erfolgreich ist der Banker oder der erfolgreiche Unternehmer. Mhm. Aber ich meine, Freiheit ist natürlich das Versprechen der westlichen Welt, der Demokratie. Freiheit, naja, Versprechen Amerikas und ist relativ attraktiv bis über aber Bruno Kreisky hat seinerzeit das sehr clever gemacht. Er hat gesagt, alle Lebensbereiche mit Demokratie durchfluten, weil da war auch jedem klar, die Parteiendiktatur, von der die SPÖ ein Teil war, ja, macht das österreichische Leben unfrei. Und er hat damals ein Freiheitsversprechen gehabt. Nicht? Aber was wäre jetzt ein Freiheitsversprechen der Sozialdemokratie? Ich weiß was nicht so schnell. Was ist die größte Gefahr für die österreichische Entwicklung in den nächsten Monaten? Was wäre die größte Hürde, die größte Herausforderung, das größte Problem, das da jetzt auftauchen kann in dieser doch nach wie vor chaotischen Gemengenlage, obwohl Kurz gewonnen hat, aber er im Augenblick seines politischen Sieges zerrinnt ihm sein politisches Projekt, nämlich die Übernahme, die Fortführung der Allianz mit der FPÖ. Was ist da die größte Gefahr, bitte? Wenn am Ende in dieser Verhandlung gar nichts rauskommt und man nochmal wählen muss. Ich glaube, das würde zumindest die Politikverdrossenheit bei den Leuten irgendwie sehr stark ansteigen lassen. Israel macht das ja immer relativ falsch. Ja, Israel kenne ich relativ gut, weil ich da 8 Jahre Korrespondent war. Da haben die Leute sehr, sehr stark die Nase voll von der Politik in einer ganz anderen Art und Weise, als es hier ist. Und ich glaube, es wäre vielleicht sogar im kurzen Interesse, das zu machen, weil vielleicht wird er noch mal ein paar Prozent dazu kriegen, je nachdem, weil er sagen kann, alle anderen haben sich verweigert, ich hätte ja gerne. Aber es wäre sozusagen für die Entwicklung verheerend. Noch jemand, der das eine... Ja, ich wollte nur sagen, also das ist das Gegenteil. Die größte Hürde. Was ist die größte, Chance Österreich ist, dass es ein kleines Land geworden ist. Also das ist noch schmerzhaft, weiß ich, nach einem Jahrhundert Monarchie danach. Und so, ja. Aber in einem kleinen Land, das ist wie ein Boot verglichen mit einem Paquebot. Also man kann das leichter steuern, man kann leichter reduzieren oder probieren oder manchmal scheitern. Und das beobachten natürlich andere Europäer und Länder wie Deutschland oder Frankreich, die viel mehr Schwierigkeiten haben, das größere Boot zu bewegen. Also Ivo, das ist die größte Chance. Gefahr. Ich glaube einfach auch, dass jetzt diese politische Unsicherheit und Instabilität mit einer Verschlechterung auch der Wirtschaftslage zusammenkommt. Rezession. Und ich meine, klar, das könnte dann dazu führen, dass man sich zusammenrauft, könnte aber auch wirklich alles noch mal schlimmer machen, dass diese Unterschiede größer werden. Ja, die größte Gefahr ist keine Regierung, Neuwahlen und eine verschlechterte Wirtschaftslage. Die größte Chance ist, dass Österreich weiß, dass es klein ist. Es gibt andere europäische Länder, die wissen das noch nicht so genau. Und daher die Chance, auch einmal neue Wege zu gehen und sich was zu trauen. Ich glaube, das wäre wichtig. Amen. Also die größte Gefahr ist sicher die realistische, dass nur taktisch geredet wird und nur, also du gesagt, das Kurzprojekt war ein Recht. Das würde ich gar nicht sagen. Kurzprojekt ist kurz. Ja? Deswegen halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass es sogar schwarz-grün machen kann, wenn es dem Projekt kurz in irgendeiner Weise nützt. Nämlich, dass er sagen kann, ich bin sozusagen diese Art von Zukunftsvariante. Ja? Das heißt, wie lange ist das Kurzprojekt, ist die Frage. Die größte Gefahr könnte sein, dass sich die Inhalte verfestigen, die mit der Person des Kurz und mit dem Kurs des Kurz verbunden sind, nämlich tendenziell abschotten, tendenziell zumachen, tendenziell nach Außenfeinden suchen und das Ganze kombiniert mit einer Rezession. Das ist möglicherweise die größte Gefahr. Wir werden sehen. Das war der Falter-Talk, wie es zurzeit zugeht in Österreich, wie es weitergehen kann und was das für Europa bedeutet. Ich bedanke mich bei den Kollegen und bei der Kollegin hier in der Falter-Redaktion. Der Falter liefert jede Woche Analysen, Hintergründe. Die turbulenten Zeiten werden nicht zu Ende gehen. Wenn Sie mitreden wollen und ein bisschen auch Gegeninformationen haben wollen zu dem, was sich im Mainstream tut, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.